Yes. Elfen lagert nichts. Die haben auch nichts. So ist die Frage, kommen wir an... Nicht Doomfort, an Stepport vorbei? Ja, sollten wir. Wäre ich durchaus neugierig, trotzdem mal zu dem großen Lager laufen. At last. So. At last. Du beschwimmer ein paar Wölfe. Einfach mal, weil wir es können. My troops are under attack! What are we going to do? You think that's bad? Nahrung und Schriftrollen und alles? Are we going to fight or what? Schön. Feuerball. Das ist aber, glaube ich, noch nicht genug Nahrung, oder? Nein, wir brauchen 400 und wir haben nur 350. Ja, nur 350. Da, Prost. Gegengift und Feuerball. Wobei Gegengift wahrscheinlich von hier gebraucht werden, ja. Also die nehmen einfach das Gegengift, was ich da jetzt hatte. Good choice. Machen wir mal einen Quicksave so zwischendrin. Im Augenblick können wir ja das kein Gamebreaker reinbauen. Agral braucht nichts und Schirz braucht nichts. Lichtturm, okay. Orklager braucht gerade auch nichts. Okay. Okay, Orklager macht uns auch ein Angebot.
Ah, auch von dort hinten. Was? Destroy. When will you calm down? Okay, wenn wir Menschen verhauen. Are we going to raid this village? Ich will die Bogenschützen halt nicht in der Nähe des. Are we going to fight or what? Der Stadt verhauen. When will you calm down? Weiß ja nie, wann die was Böses im Sinn haben. And, me. When will you calm down? Die da können wir auch ausschalten. Yoho! Oh. At last. Yoho! Der Magierturm hat auf jeden Fall freundliche Gesellen. Gut, machen wir erstmal die Wolfsgrube da. Vielleicht haben die dort Nahrung. Oh, nur noch 10.000 Erfahrungspunkte ungefähr. Dann haben wir das nächste Level ab. Das geht dann in... Ja, einmal in magische Kräfte. Wie gesagt, Wolfsgrube. Oh, Stepford schickt eine Patrouille raus. Ach gut. When will you calm down? Hey, das wäre die Nahrung, die wir bräuchten. Was? Glaube ich jedenfalls. Mal kurz gucken. Yep. Dann können wir die Nahrung erstmal bei Olschirz abgeben. Können denen gleich noch mal eine verpassen. Was? Und noch mal einen.
Sehr schön. Und ja, ich glaube, wenn ich einen Quickslot habe, dann nehme ich noch den Pesthauch mit rein. Ich mag den Pesthauch nämlich. So. Are we going to raid this village? Reitet mal außen rum. You think that's bad? Oh! The Master Enchantress is here. Da hole ich mal mein Kanonenfutter. Die schicke ich nämlich dann als erstes rein, um Stepford etwas weich zu klopfen. Dann kommt meine eigentliche Armee und übernimmt den Rest. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und ja, ich schicke die Hyänen, also die Champions, weil die am schnellsten sind mit ihren Hyänen. Now what? Und teilt ihr mal euch das Holz auf, so. Ja, Agral und Ulschirz haben nichts Neues mehr für uns. Und auch Klage und Elfenlang haben jeweils eine Quest. Ja. Wir haben ja auch so gut wie alles geklärt. Es ist ja nur noch wirklich das untote Zeug hier. Aber bevor wir uns um das untote Zeug kümmern... Are we going to raid this village? Na gut, Schürz braucht die Nahrung halt nicht mehr, weil es kann nicht mehr weiter wachsen. Ach, wo hängst du schon wieder? Are we going to fight or what? So. Dann reisen wir mit dem mal wieder zurück zu unserer Armee. Ich habe immer noch keine Ahnung. Weil... Now what? Das hier sind 6 insgesamt. 8, 9. Du kostest nichts, du kostest nichts, du nicht, du nicht, du nicht, du nicht und du erst recht nicht und du auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo die 11 herkommt. Ja. Paladine sind so eine Sache, die wir bis jetzt noch gar nicht hatten in diesem Spiel. Wird sich vielleicht mit dem letzten Kapitel dann ändern. At last. So. Muss ich euch nur noch zwischen den beiden Herlagern heil durchbringen. Dann machen wir wieder ein Quicksave und kümmern uns um die Stadt. Ihr geht mal aus dem Weg. Ihr kommt sicher durch die Herlager durch. Gut.